Daniel, wir haben uns hier mal ein bisschen zusammengefunden. Ich denke mal, wir sind somit das erste Video, was überhaupt diese Tap Machine, deutsche Version, Modell 2020, neues Design. Schön frisch bestellt hier aus Wolfenbüttel alles am Start. One Bottle, nicht das 3 da, das One Bottle. Wir machen das jetzt mal auf. Hier so ein Unboxing heißt das ja auf Neudeutsch. Ne? Wollen wir sehen, macht das mal auf hier. Die Hüllen fallen. Bin mal gespannt, was da zum Vorschein kommt. So. Ach, das ist so gut eingepackt, seht ihr. So, und jetzt wollen wir mal sehen. Doll verpackt ist es jetzt nicht unbedingt, das ist nur so ein dünner Klebestreifen, aber der Verpackungsband, das ist ja das, was das stabilisiert. Ne? So, mal sehen. Schwarze öffnet sich. Jetzt wollen wir mal gucken, wie das oben aussieht. So, das ist das obere. Haben wir hier Anleitung. Hier die Seriennummer kannst du eingeben, alles, ne? Junge. Also erstmal die Anleitung hier, top. Das ist dieses kleine Teil, wo man dann die Flasche mit drauf steckt. Die wird dann oben ins Gerät dann reingetan. Das geht dann für 1 Liter, 0,7, 0,5, so verschiedene Größen kann man das denn darauf stecken. Ja, das ist hier so die Tropfschale. Aus Kunststoff, sage ich mal, aber fühlt sich durchaus hochwertig an. Ja, hier ein normaler Stecker, ne? Nicht das kanadische, nicht das amerikanische, sondern Deutschland. Das ist das Gute. So, wir machen das mal hoch. Oh, da ist jetzt schon. Wie lange habe ich darauf gewartet? Das sieht ja so ein bisschen aus wie so ein Kaugummiautomat, das Runde hier, wenn das einer kennt von früher in der Kneipe, die Kugel da, wo die ganzen Kaugummis drin waren. Damals haben uns die Kaugummis schon begeistert und heute begeistert uns etwas anderes. Das ist der Jägermeister. So Leute, ich werde mal versuchen, das Ding da mal rauszuheben. Ah, da bist du erstmal. Oh, das ist. Nee, das geht nicht, Leute. Wir müssen das anders machen. So Leute, wir haben das Ding mal ausgepackt. War eigentlich nicht so schwer, aber ja, es muss sicher verpackt sein, es muss sicher ausgepackt werden. Das ist so ein Prunkstück, das darf eigentlich in keiner Jägermeistersammlung fehlen, sage ich mal. Ja, und wie man sieht hier, der schöne Zapfhahn, wir werden das natürlich auch noch in Action zeigen, das Ding. Höhenverstellung hier alle, werden wir gleich einstellen, justieren. Mit Jägermeister Schriftzug hier, wunderbar. Beleuchtung ist jetzt nicht die beste hier, aber muss gehen. Ne? Ich drehe das mal so, könnt ihr das mal sehen. Das wird nachher sicher auch erleuchtet sein oder beleuchtet. Hinten auch nochmal schön. Hier hochentzündlich hier, was ist das? Flammen da, muss aufpassen, fliegt ja der Arsch weg. An, aus, Sicherung. Und hier, oh, mit Kühltemperaturregelung auch noch. Ich dachte, hättet gar nicht, aber es sieht so aus, ne? Ja, Leute, also besser geht nicht. Ne? Leute, hier nochmal die Anleitung. Wir wollen das Beste ja nicht verpassen. Und zwar, ich schlage das mal auf. Oh, das ist richtig hochwertiges Papier. Hier eine kleine Beschädigung. Ja gut, deswegen schicke ich das jetzt nicht zurück. Ne? Und hier Englisch, Deutsch, Espanol. Ja, wir nehmen Deutsch. Ne? Also ich guck mal, 25, damit ihr mal... Hier das Booklet, auch ganz hochwertig. Mit Adresse hier, wo das herkommt. Alter, könnt es nicht meckern, ne? Oh, hier die schönen Bilder beschrieben. Das ist ja Espanol, aber mit Bildbeschreibung. Das kann man eigentlich nichts. Kann man nichts verkehrt machen, ne? Seite 25. Schlage ich mal auf. Oh, hier. Da geht los. Bedienungsanleitung. Sicherheitshinweis, das Übliche, ne? Kennt ihr ja da. Ist ja bei jedem Kram. Denn hier richtig Inhalte. Könnt ihr mal gucken, was da drin ist. Was sich da so befindet. Ne? Ja, und ich sag mal, ich baue das Ding mal zusammen und dann könnt ihr euch mal angucken, wie das Ding in der Praxis funktioniert. So Leute, wir haben mal eine leere Flasche zum Testen mal hochgeholt, wie dann die Beleuchtung aussieht und wie die Flasche auf der Maschine aussieht. Wir wollen die ja nicht gleich benutzen, die soll ja für einen Kumpel sein zum 30. weil sowas holt man sich ja nicht einfach nur so, das
Hat ja auch 300 Flocken gekostet, das Ding. 2,99 im Shop, aber ich sag mal so, ich sag jetzt schon an, das ist das wert. So, man nimmt die Flasche hier mit dem schönen Städte-Logo ab. Gewinde hier. Dreht man rauf, da das Ding. Schön Sutsche, ne? Und schön vorsichtig da rufdrehen, das Ding. Wenn das passt, Leute, ne? Muss passen, ne? Oh ja, jetzt. So, nimm mal das Fläschchen. Junge! Oh, passt gar nicht. Warum passt das nicht? So, Leute. Im Verlauf dieser Ausprobier-Montage-Testaktion hat sich eine Sache rausgestellt. Und zwar, hier haben wir eine Jägermeisterflasche. Aktuelles Modell. Aktueller Deckel hier mit Schrift und so. Alles. Und das ist eine Flasche, die ist so ja, von 16 oder ich würde sagen 16 ist es. Da haben wir diese Städteflaschen gehabt mal, diese Düschen. Wenn sich das im Eisfach blau färbt, dann gewinnt man eine Reise dahin und noch Taschengeld. 8 Leute oder was. Und die haben einen kurzen Kopf. So, das neue, das Gewinde von dem Modell 2020 Edition, das passt nicht auf diese alten Flaschen auf. Das greift nicht. Also wenn ihr noch 10 Flaschen im Keller habt und wolltet mit der aktuellen Modell das kühlen und euch zugute führen da, das geht nicht. Ihr müsst diesen Hals haben, der hier ein bisschen länger ist. Der Deckel ist ja auch viel größer. Sieht man ja hier, daran ist es auch gut zu erkennen. An dem Deckel, an der Größe des Schraubverschlusses. Ja, das wollte ich nur mal schon mal festhalten für euch. Weil hier passt das wunderbar. Setzt man auf, dreht man fest. Das muss richtig fest sein. So, nehmt ihr die Flasche. Die hat auch eine andere Form, aber ist trotzdem 0,7. Oh, richtig also schön, die Flasche allein halt geprägt hier. Also. Ach, Leute. So, dann wird das hier schön eingeführt. Drin. So, und die wäre ja jetzt voll. Und um das zu befüllen, muss man dann nochmal leicht. So, ne, muss man gar nicht. Das ist schon in Position, dass das befüllt. Weil man kann das auch versenken, aber das muss man gar nicht anscheinend. So, jetzt stecken wir mal hier den Stecker rein. Der ist ja drin, ne? Machen wir schon mal, jawohl, und machen das Ding mal an. Wird wohl nicht gleich hochfliegen, das Ding, ne? Oh! Leute! Oh, das geht schon gut los. Junge! Oh, eine Decke auch! Das leuchtet bis an die Decke. Alter, das ist ein Highlight, ne? Das Ding. Alter, kannst du nicht meckern. Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass die Beleuchtung orange ist. Das hatte ich eigentlich jetzt gedacht, dass die LEDs Jägermeister orange sind. Aber ich denke mal, es wird schon einen Grund gegeben haben, warum die gesagt haben, komm, wir machen das in dieser Farbe. Weil man kann es auch so seitlich, aber ich denke mal eigentlich, hier sieht man nochmal den Verschlussmechanismus, was ich meinte. Wenn man sie leicht hochhebt, rastet das aus und dann könnt ihr eben den Deckel, ne, damit da keine Spinnen reinkriechen, weil die wollen ja auch ein bisschen Spaß haben, die Spinnen da von dem schönen Jägermeister. Ja, aber ich würde so reinstecken eben. Ja. Dann machen wir mal das Gerät wieder aus. So Leute, und eine Sache haben wir noch. Hier natürlich die Tropfschale. Kommt da vorne ran. Aber was wir noch entdeckt haben, ich hatte gedacht, dieser kleine Schalter da hinten, wo der Max dran steht, weil ihr bitte dazu erkennen könnt, da jetzt kann man es vielleicht ein bisschen sehen, dass das die Temperaturregelung ist. Aber nein, das ist zur Regelung der Beleuchtung, Leute. Wenn ihr das Ding dreht, ich drehe es jetzt mal, seht ihr, dann wird die Beleuchtung weniger, dass die auch nicht stört. Wenn ihr die jetzt, sag ich mal, beim schönen Abend mit eurer Freundin, Filmeabend und das Gerät, dann ist fast auf Null. Und wenn ihr dann schön hell haben wollt, denn das ist ja auch geil. Alter, das stört denn nicht, ne? Nicht schlecht, oder?